Hallo und herzlich willkommen noch einmal kurz zum JFD Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Ich wollte mich noch mal ganz kurz melden, wie gesagt, zur US-Markteröffnung und euch ein kleines Update geben, wo wir aktuell gerade im Markt stehen. Kurz einen Augenblick, Bild kann ich schon sehen, hören kann ich mich auch, das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich habe es heute Morgen noch angekündigt und sagte, ich will nicht den DAX so aggressiv traden, ausgehend von der Tatsache, dass wir uns in einem bullischen Umfeld bewegen und ausgehend von der Tatsache, dass hier irgendwie dann nachmittags ja die US-Märkte den Takt vorgeben und dergleichen und bups, was passiert. Ich habe gerade eben eine sehr signifikante Region identifiziert, ausgehend von der Price Action, die war um 11.660 Punkte und Marktumfeld dünnt aus, die US-Märkte kommen eben rein und dann habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, wie ich das am besten mache. Ja, und habe einen Sell-Stop auf dem Tagestief hier platziert gehabt. Habe die 11.663 verkauft. Ich guck mal ganz kurz, einen kurzen Augenblick. Ich muss mal kurz was schauen. Ich kann die Kurshistorie aufmachen, aber ich muss dennoch mal kurz gucken, ob da... Okay. Ja, ich glaube, das geht. Kurzen Augenblick. Ich mache mal kurz was anderes. Ist auch so ein bisschen... so eine Datenfrage, würde ich jetzt mal sagen. Möchte da auch nicht unnötig viele Informationen rausgeben. Ja, so ein bisschen Diskretion ist da durchaus angebracht. Da stehen zwar keine Namen, da stehen nur Zahlen, aber nichtsdestotrotz. Hier ist der Trade. Also haben wir hier den Entry 11.663,5. Der Stop, das ist jetzt der aktuelle Preis hier, ja, wo wir derzeit traden, 11.608, wo ich gerade den Screenshot gemacht habe. Hier sieht man das Take-Profit-Level, das ist dieses Level hier, 11.580 war es. Und hier sieht man den Exit aus der Position, 11.650. So, da ist der Profit, wunderbar. Und das nochmal ganz kurz jetzt hier, dann haben wir genaue Zahlen, mit denen wir hier entsprechend arbeiten können. Jetzt ziehe ich das mal ganz kurz hier rein. So, und die Idee hinter dem Trade war... die 11.663 zu verkaufen. Warum ist das ein signifikantes Level? Das fällt hier gar nicht so sehr auf, weil da nämlich ein 24-Stunden-Handel drin ist und hier gibt es eine Übernacht-Indikation der Liquiditätsanbieter von JFD. Aber wenn wir uns jetzt mal diesen Bereich ausgeschnitten anschauen, auf den Chart kommen wir gleich zu sprechen, da sieht man noch meine Überlegungen, habe ich nichts dran geändert. Dann sieht man einfach mal, wenn ich das hier zusammenstauche, dann sieht man einfach mal hier, da sind die Tiefs von gestern. Also das ist ein Bereich, den hat jeder Marktteilnehmer auf dem Schirm. Wer mir ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich beim Trading nicht so viel auf großartige Formationen oder dergleichen halte. Das ist schwierig. Also Schulter-auf-Schulter-Formationen sind für mich markttechnische Gegebenheiten, Gartley-Pattern oder sowas, damit kann man mich wirklich jagen. Da habe ich auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen mit professionellen Händlern, wirklich professionellen Händlern, Berufshändlern, wirklich, wenn man sowas dann thematisiert, Divergenzen ins Spiel bringt, ein RSI thematisiert, ein MACD und dergleichen, die schmunzeln dann wirklich darüber. Ich weiß nicht, ob die das abwertend meinen, das ist ein spezieller Schlag, so professionelle Händler oder Berufshändler besonders, aber Fakt ist auf jeden Fall mal, das brandet dich, also das nimmst du mit in deine Karriere auch, dann entsprechend als Händler. Und aber was du eben weißt ist, und da gucken auch Berufshändler drauf, Tagestiefs, Tageshochs, Eröffnungskurse, Schlusskurse vom Vortag. Und ich sehe dann einfach in diesem Bereich hier das Vortagestief. Ich sehe, dass der Markt sich da so hinhangelt. Heute früh haben wir den Bereich nicht unterschritten. Wir haben ihn nochmal getestet hier um 14 Uhr kurz vor der US-Markteröffnung. Dann laufen wir an, also nahezu punktgenau auf dieses Tief drauf, kurz nach der Eröffnung, 15.30 Uhr mit dem Dow Jones. Und da war mir einfach klar, wenn der da drunter geht, ich glaube, dann können wir durchaus nochmal ein bisschen Zug erwarten. Und infolgedessen habe ich den Sell-Stop eben genau, beziehungsweise einen Punkt oberhalb dieses Tiefs gelegt, 11.663,50 und das war auch das Günstige dabei, und habe einen ganz engen Stop gewählt auf 5-Minuten-Basis, weil ich sofort ein positives Feedback wollte. Der ist jetzt natürlich das perfekt, also so wie das Feedback gekommen ist, ist natürlich das, was du sehen willst. Den Stop hatte ich initial hier auf diesem Niveau, da sieht man also 20,5 Punkte sonst ungefähr gewesen. Und Initialrisiko waren tatsächlich roundabout 0,5%, sogar noch ein bisschen weniger als 0,5% des Trading-Kontos, was ich trade. Und infolgedessen, wie gesagt, kommt der Break. Es kommt sofort Zug auf, der Markt verdient auch sofort innerhalb dieser 5-Minuten-Kerze das Risiko, ich kann den Stop auf Break-Even setzen und dann kommt eben hier nochmal richtig Zug drauf, getrieben primär natürlich, und da sind wir beim US-Markt. Wo haben wir es? Hier.
Ja, da kommt die Eröffnung rein, wir pendeln so ein bisschen im Open und dann kommt eben ab 14.50 Uhr kommt hier der Zug drauf und hier 15 oder 16 Uhr ist es, das ist GMT, kommt dann eben die Verkaufsorder in den Dow Jones, die den DAX eben auch entsprechend auf der Unterseite rennen lässt. Ja. Und so, dann ist das was ganz Spezielles passiert, wo ich jetzt aber nicht en Detail drauf eingehen werde. Denn das wäre zu weit, das wäre zu viel, was wir jetzt hier haben. Das soll ein ganz kurzes Format sein, das sollen 5 Minuten geben eigentlich nur. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon wieder deutlich oberhalb der 5 Minuten. 5 Minuten 30 haben wir schon wieder. Diese Betrachtung hier ist natürlich aber dennoch sehr dankbar, zum Beispiel für die Premium Session. Da habe ich das schon diverse Male gemacht, was mich dazu veranlasst hat. Ich habe nämlich ein ganz anderes Exit Management jetzt gewählt, als ich es, als man es von mir gewohnt ist. Normalerweise würde man nämlich sagen, wenn ich solch einen Trade dann gehe, ja, dann ist es doch eigentlich relativ selbsterklärend. Also dann habe ich hier den Supertrend auf 5-Minuten-Basis. Und dann ist es doch so, ja, dann ziehe ich den jetzt entsprechend nach. Jetzt hätte ich den auf 11.640 und gut wäre doch eigentlich. Ja, eben nicht gut, weil ich habe nämlich zwischenzeitlich, und da sieht man nochmal kurz zurück hier, diese Betrachtung auf der Stunde, ja, dieses, also muss man ganz genau hingucken, dann sieht man, das sind so ganz dünne Linien, die ich da drauf gezeichnet habe. Ich habe Folgendes gemacht, nämlich ich habe mir diese Bewegung von gestern angeschaut, jetzt dann diese Korrektur, habe das also hier als erste Progression mehr oder minder gewertet, wobei man jetzt ein bisschen vorsichtig sein sollte, wie gesagt, wir sind hier auf der Stunde, das ist die Regression, ja, also ich verschiebe das jetzt so ein bisschen ineinander, aber einfach um die Begrifflichkeit nochmal aufzugreifen. Und was man dann machen kann, um ein mögliches Kursziel zu identifizieren, das habe ich auch schon mal bei einem Trade gemacht gehabt im September, da habe ich den DAX mal von der Shortseite getradet und habe dann ausgehend hiervon erklärt, wie ich da unten auf diese Zielregung kam und weswegen ich da so aggressiv mit meinem Exit war, obwohl ich den Trade ursprünglich auf der Stunde gemanagt hatte. Und ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe einfach diesen Arm dupliziert, hier dran gesetzt und bin einfach da unten gelandet bei 11.590, 11.580. Ich hatte mein Take Profit, das ist fast punktgenau abgelaufen worden, ja. Im Tief waren wir bei 5.88. Ich hatte mein Take Profit auf der 5.80, also nochmal ganz kurz hier, ja, das kann man auch hier sehen, das ist mein Take Profit Level. Und jetzt ist der Markt im Tief auf 88 gehandelt worden. So, das sind 8 Punkte oberhalb meines Take Profits. Wenn ich jetzt, und das war schon die Version, die ich dann schon überlegt hatte, nachdem der Markt in diese Zielregion vorgestoßen war, da bin ich schon mit dem Exit-Management aggressiver geworden. Da bin ich schon auf die 1-Minuten-Ebene runtergegangen, um einfach da aggressiver mit dem Stop nachzuziehen. Da wäre der Stop-Out jetzt hier erfolgt, bei 11.622. Jetzt überlege man sich, ich habe den Trade, den ich ursprünglich als sehr, sehr aggressiv betrachtet habe, der super ins Laufen kommt, der mir genau das gibt, was ich brauche, den Trade sehe ich wirklich in meine Zielregion vorstoßen. 8 Punkte vor meinem Ziel fängt der Markt an, plötzlich hier sich so ein bisschen zu stabilisieren. Und auf 1-Minuten-Basis würde ich den Stop jetzt nachziehen, hier auf die 23, auf die 24. Das sind von der 88 ausgehend wieder zurück 36 Punkte. Ja, um das jetzt mal auf die Kontraktanzahl hochzurechnen, also ich habe 50 DAX Verkauf gehabt, das bedeutet also, ich habe hier auf der Unterseite noch 8 Punkte Potenzial, das sind 400 Euro, die in Relation stehen zu einem möglichen Wiederhergeben von 1600 Euro. Und da kann man sehr interessante erwartungswerttechnische Betrachtungen drauf aufbauen, die ich, wie gesagt, in solcher Premium-Session eben dann auch präsentiere, einfach um diesen Gedankengang nachvollziehen zu können. Und das hat mich dazu bewogen, hier unten manuell aus dieser Position auszusteigen. Also etwas, was ich gemeinhin eigentlich fast nie mache, was aber an dieser Stelle einfach Not getan hat. Selbst wenn ich hier nur den Stop auf diese letzte Kerze nachziehe, ja, dann ist es in diesem Moment einfach mal so, dann wird das ein bisschen moderater ausfallen. Da sehen wir es hier, da haben wir das hoch bei 6.07. Aber ich habe dann, wie gesagt, ganz aggressiv manuell diese Position zugemacht. Auf einer erwartungswertbasierenden Überschlagung im Kopf, im Grunde genommen, die ich gemacht habe. Und ja, wenn ich die jetzt hier darbiete, dann sind wir locker 2 bis 3 Stunden, sind wir, naja gut, so lange nicht. Aber 1 Stunde schaffen wir. 1 Stunde einfach, weil das en Detail erklärt werden will und so weiter. Premium Session dauert 3 Stunden, da haben wir dann aber locker auch ein Drittel rum. Aber danach ist es wirklich auch klar und man sieht auch, wie wichtig es ist, dann tatsächlich hier ein gutes Risk- und Money-Management einfach zu haben, zu wissen, was beinhalten diese Zahlen einfach. Nur zu sagen, okay, der Erwartungswert ist so und so, ja, oder ist so definiert und dann muss ich das einfach umsetzen, damit ist es nicht getan. Wenn du wirklich in dieser Materie aufgehst und das studierst, in der Tiefe durchdringst, dann ergeben sich ganz andere Möglichkeiten im Trading. Also nur auf mathematischen Grundlagen basierend eben. Und deswegen bin ich da auch so ein unglaublicher Verfechter von. Und das war, ja, oder das ist so ein Paradebeispiel für so einen Trade, warum ich das als so unglaublich wichtig erachte. Und vor allem, wenn du im Trade bist, also wenn du jetzt unter Feuer stehst, ja, das bedeutet also, du bist jetzt hier gerade in einer Position, die sich super entwickelt.
Dann versuch mal noch klar zu denken. Das heißt also, diese Berechnung, die musst du wirklich im Unterbewusstsein ausüben. Das ist dann eine Trading-Psychologie, die dann ins Spiel kommt, wo dann eben die unbewusste Kompetenz ins Spiel kommt. Du musst das so oft gemacht haben, so eingeschliffen haben, dass das so läuft, wie, ich sag mal, Schuhe zu binden oder Autofahren oder was weiß ich nicht was, wo man sich heute auch einfach hinsetzt und nebenbei eben ohne Probleme noch in den Spiegel gucken kann, auf Ampeln achten, Fußgänger, dann auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer, sich parallel dazu mit seinem Beifahrer zu unterhalten. Auf der Rückbank sitzen die schreienden Kinder. Und das kriegt man alles aber so hin, weil man es einfach über die Jahre eingeschliffen hat. Und das ist beim Trading tatsächlich nichts anderes. Und deswegen sieht man, wie wichtig es ist, erstmal da so ein grundsolides Fundament zu haben und auch wie dieser einzelnen Aspekt Trading-Psychologie, Mentales und eben Risk-and-Money-Management wieder zusammenführen. So, jetzt habe ich was zum DAX erzählt, zum Trade erzählt. Ich glaube, das ist wesentlich spektakulärer, als wenn wir uns jetzt hier mit einem möglichen Szenario im Dow Jones auseinandersetzen. Es hat sich nämlich zu gestern tatsächlich nichts verändert. Und ich würde, auch ausgehend jetzt von der Open Range hier, so ein bisschen vorsichtig sein. Wobei natürlich sich was ganz Interessantes abzeichnet. Also basierend auf der Open Range jetzt einfach ein Trade zu formulieren für den Dow Jones, das erachte ich als zu aggressiv. Aber was man überlegen könnte, wäre, mal diesen Bereich genau zu beobachten, nämlich die Tiefs von gestern, das ist diese grünfarbene Linie, und die könnte durchaus nochmal als potenzieller Short-Trigger fungieren, ausgehend wovon wir mindestens nochmal einen Test der Tiefs zu sehen kriegen könnten. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie kann man darauf basierend ein Trading-Szenario aufbauen? Also, was ich favorisieren würde schon fast, wäre ein Rücklauf hier gegen diese Tiefs von gestern, dann würde ich die ATR nehmen, einen Faktor von 2 versehen, vielleicht 2,5, mit einem Stop arbeiten und darauf spekulieren, dass wir nochmal einen Attack auf die Tiefs zu sehen kriegen, wobei abzuwarten bleibt, auch wirklich auch ein Break erfolgt. Denn wir sind auch hier auf der Unterseite schon relativ weit jetzt gelaufen. Ja? Auch hier könnte man mit solch einer Duplikation übrigens arbeiten. Man könnte sagen, man nimmt diesen Arm und dann setzt man den hier nochmal dran und dann landen wir ungefähr in diesem Bereich, 19.800 Punkte. Also da kann durchaus, ja wohl, 800... Da seht ihr mal 770, 800. Also da ist schon sehr, sehr viel gelaufen. Ich wäre wirklich hier vorsichtig, wenn ich mich jetzt nochmal aggressiv short positionieren wollen würde im Dow Jones. Man sieht auch hier übrigens die Möglichkeit, dass sich so eine erste Divergenz abzeichnet. Einer der Gründe übrigens, wo die Vola herkommt, auch im Dollar-Yen, schaut euch die Kursverläufe an, Euro-US-Dollar-Attacke auf die 1,08. Der Haupttreiber ist eine Äußerung von einem Berater von Donald Trump, Navarro, der hat gesagt, er hat das absolut Richtiges gesagt, das muss man auch dazu sagen. Er hat gesagt, dass Deutschland ganz besonders den niedrigen Euro nutzt, um sich Exportvorteile zu verschaffen. Das ist vor dem Hintergrund dessen, was Trump plant, Make America Great Again, keine große Überraschung. Denn initial haben seine Andeutungen fiskalpolitisch und inflationstreibend dafür gesorgt, dass der US-Dollar aufgewertet hat durch anziehende US-Zinsen. Das Problem ist dabei natürlich, dass in den USA bereits agierende Unternehmen durch einen starken US-Dollar natürlich Schwierigkeiten in Richtung Export bekommen. Was wir also jetzt vielleicht zu sehen bekommen, ist eine Umkehr dieses Trump-Trades, ja, Dollar rauf, Zinsen rauf, auch bullisch für Aktienmärkte, denn es impliziert ja Steuersenkung, fiskalpolitische Stimuli, von denen Unternehmen profitieren, besonders in den USA und dergleichen, dass wir da eine komplette Reversal zu sehen bekommen, besonders im US-Dollar, dass man mich jetzt versucht, ein Downtalking zu betreiben des US-Dollars, einfach um hier dann auch diesen in den USA produzierenden Unternehmen im Zusammenhang eben mit ihren Exporten ein bisschen unter die Arme zu greifen. Da der US-Dollar und, also US-Dollar-bullische Verlauf und der Aktienmarkt-bullische Verlauf ganz offensichtlich positiv zueinander korreliert sind, kommt man zu ganz schnell dem Schluss, dass eben diese Umkehr des Trump-Trades, wie er gemeinhin bezeichnet wird, dann dazu führen könnte, dass eben infolgedessen auch die Aktienmärkte stärker unter Druck geraten. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Einer der Gründe, warum hier gerade so ein bisschen die Luzi abgeht und auch die Aktienmärkte noch so ein bisschen in den Nachmittag hinein sich volatiler präsentieren, ist mit Sicherheit auch darin zu finden. Und alles Weitere hierzu, jetzt habe ich im Grunde genommen schon wieder viel zu viel geredet, weil das soll eigentlich Thema des Morning Meetings sein. Das thematisieren wir nämlich tatsächlich dann morgen am Mittwoch, den 1. Februar, im Morning Meeting um 10.30 Uhr hier an dieser Stelle im JFD Livestream. Und ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Ja, und ich wünsche euch einen schönen Abend, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Ich hoffe, dass ihr ähnlich erfolgreich heute den Markt habe rocken können, wie mir das an der einen Stelle geglückt ist. Ich bin zumindest jetzt gerade sehr zufrieden und freue mich. Und wie gesagt, wir hören uns morgen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut und tschüss.